ich bitte dich, merk dir, ja? Merk dir genau, wer uns alle die Blumen geschickt hat zu Beginn unserer Samstagnachmittag. Irgendwie müssen wir uns doch bedanken. Gefällt's dir, wie ich das gemacht habe? Ja, du, mir gefällt das also sehr gut. Ja? Ich würde nur, also wenn du diese Zahl noch dazu stellst, mit was ist direkt ein Stillleben von den alten Holländern. Ja, bei den alten Holländern, den Stillleben kann man sowas machen. Na, aber in der Wirklichkeit vertragt sich das nicht. Wieso, was das heißt? Das vertragt sich nicht. Nein, weißt du, man soll Blumen und Obst nicht zu nah aneinander stellen. Das mögen sie nicht. Das habe ich gar nicht gewusst. Woher hast denn du das gewusst? Das weiß ich, doch, das weiß ich von meiner Großmutter, natürlich. Meine Großmutter hat mir das immer erzählt und die weiß es natürlich von ihrer Großmutter. Das ist wie ein Märchen, gell? Ja, ja. So viele Blumen. Ja, ich würde fast sagen, ein bisschen zu viele. Hm? Weißt du, dass ich mich richtig freue drauf, wenn das erste Schnee fällt? Der deckt wenigstens diesen ganzen Sommer zu. Ja, sag, willst du dich nicht lieber ein bisschen hinlegen und ausruhen? Nein, absolut nicht. Mein lieber Franz, möchte ich daran erinnern, wir haben darüber lange disputiert und haben uns überlegt, ob wir dieses Open House weiterführen sollen oder nicht. Und wir sind doch zu dem Entschluss gekommen, wir machen es. Also wird nicht mehr darüber geredet. So, jetzt schau lieber, ob der Kaffee fertig ist. Ja. Gell? Und dann sag mir bitte, welche Blumen möchtest du auf deinem Schreibtisch? Na ja, also wenn ich sie mir aussuchen darf, möchte ich eigentlich diese Lachsrosa-Dalien. Du bist das lebende Beispiel dafür, dass die Dinge das sind, was man in sie hineindenkt. Ach, sind das keine Dahlien? Doch. Und am Ende auch nicht Lachsrosa? Doch, Franz. Das sind Lachsrosa-Dahlien, diese blauen Astern. Aber das ist deine Wirklichkeit, die Lachsrosa-Dahlien. Und weißt du was? Na? Wir ernennen sie jetzt dazu. Einverstanden? Ja. So, und jetzt nimmst du sie, stellst sie auf deinen Schreibtisch und dann bitte nimm eine Vase, irgendeine, und gib sie in die Küche zu der Sockel, ja? Gut, bitte sehr. Der Majoran riecht wie ein Motenpulver. Der Pfeffer auch, nein. Was mit dem Paprika? Ist das jetzt ein milder oder ein scharfer? Er muss von den Teufelsinseln sein. Also genau genommen, das ganze Gewürz neu. Was ist mit dem Salz? Mal schauen. Natürlich ein nasser Batzen. Also Salz auch. Frau Sokol, ja? Ist der Kaffee schon fertig? Ja, der ist fertig und einen Apfelstrudel halte ich im Rohr warm. Ich habe mir gedacht, für alle Fälle, Herr Sektionschef, ich wollte die Gnefrau nicht so ausfragen, aber vielleicht können Sie mir sagen, ist das heute eine Ausnahme oder bleiben die Samstagjausen? Ja, ist eine berechtigte Frage. Ich war dagegen. Aber die Hilla hat gefunden, das Leben geht weiter und es muss sich alles einmal wieder normalisieren. Ja. Na, und was wollen Sie mit den Blumen? Ach so, naja, wissen Sie, wir haben so viele drinnen, habe ich mir gedacht, bringen Ihnen ein bisschen auf was hier heraus. Dankeschön, aber da bin wahrscheinlich ich schuld, weil ich habe gestern überall erzählt, dass Sie jetzt endlich wieder heimkommen, nicht? Und da wollten die Frau Neuberger, der Storch, der Herr Janek, die Gemüsefrau, na alle halt, die wollten halt mit so Blumen guten Tag sagen und ihre Anteilnahme ausdrücken. Sie wissen ja, wie beliebt der Herr Ernst war, nicht? Naja, das mit vollem Recht. Sie haben halt alle seinen noblen Charakter geschätzt. Ja, er war ja lange in Amerika drüben, aber dass er nie mehr kommen wird, das hätte ich nicht geglaubt. Der wird uns fehlen. Ja, sehr. Sehr, wissen Sie, diesen
2. Mai 88, also den vergesse ich mein Leben lang nicht. Herr Sektionschef, bitte setzen Sie sich ein bisschen nur her. Nur auf einen Schluck Nussen. Ja, ja, das tut Ihnen sicher gut. Wissen Sie, Sie müssen jetzt Acht geben auf sich, dass Sie beinand bleiben. Weil dickne Frau, die braucht Ihnen. Wissen Sie, die Elfi und die Niki, die sind ja stark abgelenkt, weil die Niki doch jetzt ihr erstes Kind kriegt, ne? Ja, die Elfi und die Niki, die haben wirklich jetzt ganz andere Sorgen, die sind abgelenkt. Mein Gott, die Niki als junge Mutter, für mich ist die immer noch ein Kind. Und jetzt kriegt dieses Kind ein Kind. Ja, das ist aber schon was Tröstliches. Einer geht und es kommt etwas Neues nach, ne? Ja, die Großmutter, die wird natürlich jetzt länger drüben bleiben, nehme ich an, ne? Das ist doch ein Blödsinn, wieso? Die Großmutter wird länger, die Hela ist doch hier nebenan. Ist doch die Urgroßmutter, ich spreche doch von der Frau Elfi. Ach so, ja, natürlich, wir sprechen von der Frau Elfi. Naja, dass die Hela Urgroßmutter ist, das ist, für mich ist sie immer noch dieses junge Mädel, in das ich mich seinerzeit verliebt habe. Na ja, die Elfi natürlich, die wird jetzt länger drüben bleiben, vielleicht kommt sie mal irgendwann auf Besuch. Aber die Hila macht mir Sorgen. Ja, die ist so merkwürdig ruhig, so gefasst. Ich hab geglaubt, wie ich ihr vorgeschlagen habe, wir lassen diese Samstagnachmittage überhaupt sein, dass ihr das recht sein wird. Aber nein, ganz im Gegenteil. Sie hat also darauf bestanden, dass wir diese Samstagnachmittage weiterhin machen müssen. Ich fürchte, sie frisst alles so in sich hinein. Ja, ich war ja nur der Vater, aber schließlich und endlich eine Mutter. Noch ganz was anderes. Herr Sektionschef, da muss ich Ihnen jetzt etwas sagen. Schauen Sie, dickne Frau, die wird sich schon der Rabel noch, wenn sie noch so trauert, denn sie weiß, sie hat ja noch ein Kind, wenn auch ein großes, altes, aber ein hilfloses, nämlich Sie. Ich? Wieso denn ich? Schauen Sie, Herr Sektionschef, Sie waren ja verloren ohne dickne Frau. Und das weiß sie auch. Und daher reißt sie sich zusammen. Und sie weiß auch, dass sie sich immer nur so geben, so kühl und gelassen und überlegen. Und in Wirklichkeit haben sie alles in sich hineingefressen. Auch das zum Beispiel, dass ja eigentlich der Ernst, die Elfi und die Niki schon lang drüben sind und wir praktisch nicht mehr zur Familie gehört haben. Wegen jeder Kleinigkeit haben sie herumgepoltert und mit Mühe haben sie geschrien. Aber innerlich drinnen, wie es da ausschaut, da haben sie immer stillgeschwiegen, nicht? Ja, das kann schon stimmen. Ich habe geschwiegen. Und werde auch weiterhin schweigen, etwa zumindest also vorderhand werde ich schweigen. Wie sie, obwohl doch schon 5 Monate vergangen sind, also es vergeht kein Tag, an dem die Hila und ich nicht wiederum über den Ernst reden. Eins möchte ich Sie bitten, Frau Sokol, bitte sagen Sie doch allen unseren Gästen, die also so am Samstag kommen, Sie sollen bitte mit uns über alles Mögliche reden, nur nicht über den Tod vom Ernst. Ja, Sie können sich darauf verlassen, Herr Sektionschef, wie wäre es jedem so? Naja, sicher werden diese Narben auch einmal eines Tages vernarben, denn die Zeit heilt ja bekanntlich alle Wunden. Na. Naja, wenn Sie, das ist ja die Kehrseite der Medaille. Die Kehrseite der Medaille ist der Schmerz von Glück und Freude. Denn wenn man etwas verliert, so hat man es ja einmal früher besessen. Mhm. Und soll man deswegen sich nie mehr, soll man nie mehr irgendetwas lieben, keinen Menschen, kein Tier, niemand, nein. Es wäre doch kein Leben mehr, es wäre doch nicht mehr vegetieren. Ja, Sie haben sehr recht, Herr Sektionschef. Und daher soll man auch gar nicht trauen. Man soll sich freuen. Ja. Und genau jetzt erwischt es mich. So wie natürlich nicht zertoschen. Naja, aber hoffentlich haben Sie einen Kaffee und hoffentlich haben Sie einen Apfelstrudel für uns. Also ich gehe jetzt hinüber und ich warte auf die Jausen und auf ja, die Gäste. Ja, kommt sofort, Herr Sektionschef. Wissen Sie, Marie, der Apfelstrudel, der riecht doch so laut, eben da nur warm Schnecken auf der höchsten Stufe. Noch geht da. Noch zack. Ja, ist ja klar. Die Äpfel haben den Strudel verlassen, der Teig ist verbrennt, eine Kohlen. Kein Strudel, kein Apfel. Ausgerechnet, das muss mal heute passieren, dass die einen leeren Kaffee kriegen. So. Also, wie ist das jetzt genau? Der Guido hat sich angesagt, der Heinz, der Tommy, vielleicht die Otti. Naja, also, ach was, weißt du was? Ich deck einfach alles, was wir da haben. So, und wenn einer zu viel ist, das meine Frau, entschuldigen Sie, ja, was ist denn, Frau Zoffel? Der Apfelstrudel gelost. Essen kann man ihn nicht, man kann ihn
Zum Verhetzen ist es auch noch zu früh. Aber Gnefrasi, ich habe noch Kekse, ja, wo Sie was mit dem Bio hatten. Und dann sind noch welche da, wo der Herr Sektionschef keine Kohlenhydranten haben wollte. Welche soll ich dazugeben? Ach, Wasserkohl. Also, wenn der Kaffee so gut ist, wie er immer ist, dann braucht man halt gar nichts dazu. Das kommt mir sehr entgegen. So, mein Schatz. Wissen Sie, weil seit der Janek turtelt und ich backe, da komme ich manchmal in Schleudern. Man kann halt nicht mit einem, ich meine, man kann nicht alle Kirtage besuchen. Sie sagen es. Ich gehe aufmachen. Ja. Naja. Ja. Ah, so können. Sie gibt's noch. Entschuldigung, aber. Was stinkt denn da am Gang so? Mich fragen Sie? Vielleicht haben Sie diesen Gestank an sich. Guten Tag übrigens. Oh ja, guten Tag. Entschuldigen Sie, ich freue mich natürlich wie immer riesig, Sie zu sehen. Mich hat nur dieser Geruch da draußen so irritiert. Übrigens, es stinkt ja hier noch stärker als draußen. Das heißt nicht, es stinkt, es riecht. Was ist das? Irgendwie assoziiere ich meine Kinderzeit damit. Doch, es riecht nach Bratäpfeln. Ach so, der Apfelstrudel ist mal verbrennt. Oi, hoffnungslos? Total, nur zum Weghauen. Also lass uns mal einmal anschauen. Aber wann ich Ihnen so? Nur anschauen, wissen Sie, weil Bratäpfelgeruch gehört zu einer der schönsten Erinnerungen aus meiner Kinderzeit. Aha. Allerdings mit dem ist Ihnen was Besonderes gelungen. Wieso, was? Das Mein-Objekt. Also Sie wissen doch, wenn man so irgendwas verhunzt oder nicht genau weiß, was es sein soll, dann sagt man einfach, es ist ein Objekt. Ja, Heinz, ich kann Ihnen ein Butterbrot machen, der Kaffee ist drin. Nein, danke, Kaffee allein genügt. Mhm. Tja, jetzt sollte ich hineingehen, dabei, ich weiß gar nicht, das ist, also ich meine, der Herr Sektionschef und die Hiller wollen ihre Samstagnachmittage wie immer weitermachen, mhm, aber das ist merkwürdig, nicht? Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, ob ich daher gehöre. Wieso? Ja, wieso? Na, schauen Sie, zuerst bin ich gekommen, weil ich mit der Niki so verlobt war. Und dann bin ich gekommen, weil ich mit dem Ernst befreundet war und weil wir Geschäftspartner waren. Aber jetzt, was bin ich jetzt? Der Herr Sektionschef und die Gnefrau, die halten Sie für einen guten Freund. Und wenn Sie der wirklich sind, dann können Sie jetzt genau hierher. Manchmal sagen Sie direkt sehr schöne Sachen, Sokol. Danke. Bitte. Wissen Sie, man kann es doch drehen, wie man will. Man kann es doch nicht mehr ändern. Ja, ist ein schrecklicher Satz, aber es stimmt. Ja, die Narbe ist die Kehrseite von der Medaille oder so ähnlich. Sie machen es halt wie ich. Ich probiere zu sein wie immer. Ja, wie immer wird schwer sein, nicht? Also schließlich habe ich einen Freund, was heißt einen Freund, den Besten eigentlich verloren. Ich gebe zu, also im Vergleich zum Verlust der Familie ist das ist nicht. Also ich glaube, das Gefühl ist nicht schwer, aber für mich ist es schwer genug. Sie waren dem Herrn Ernst immer ein sehr guter Freund, in bösen wie in guten Tagen. Da war der schon längst in Amerika, sind Sie hier aus und eingegangen. Und darum gehören Sie auch zur Familie. Und jetzt reißen Sie ihn zusammen und gehen seine. Sie sind ein richtiger Volksphilosoph, sagt er. Und reden Sie über was Sie wollen, aber nur nicht über den Herrn Ernst, ja? Also das wird schwer sein. Sagen Sie. Ich meine, ich möchte mich ja nicht in Ihre Sachen mischen, aber mit all diesen Ingredienzien wollen Sie heute kochen? Mit was? Also mit diesen Zutaten halt, nicht? Man sagt nur Ingredienzien, weil sie meistens in der Kredenz stehen. Das würde ich vielleicht also bei Ihrer Hand, die Sie heute fürs Kochen haben, würde ich mir das sehr überlegen, Sokol. Er hat ja leider recht. Ich hab halt keine gute Hand, weil mir zu viel durch den Kopf geht. Was kommt außer Objekte? Für den Mistkäfer, aber es nutzt nichts. Ich muss das doch machen. Also neuer Pfeffer. Einen milden Paprika. Was brauchen wir noch? Ja, ein Mayo. Und Sie sind sicher, Herr Sektionschef, dass ich Sie nicht störe? Aber überhaupt nicht. Sie gehören doch zur Familie, lieber Heinz. Das ist komisch, wie Sie seinerzeit also wirklich schon mal fast zur Familie gehört haben. Also, da habe ich Sie überhaupt nicht ausstehen können. Da hätte ich Sie am liebsten dorthin wünschen, wo der Pfeffer wächst. Ja, vielleicht liegt es daran, dass Sie mich im Unterbewusstsein für einen Räuber gehalten haben,
der versucht hat, ihnen ihr Liebstes zu nehmen. Ganz Larifari, Unterbewusstsein, Reiber, Liebstes und so weiter. Nein, nein, ich hab sie ja so unausstellig gefunden, nicht wahr? Provokant, anmaßend, unpräzis, unpünktlich. Und im Laufe der Jahrzehnte sind sie mir direkt ans Herz gewachsen. Also wie erklären Sie sich das? Na, das ist schon zu erklären. Schauen Sie, Sie sind älter geworden, weiser und wahrscheinlich auch toleranter. Oder Sie haben endlich den guten Kern in mir entdeckt. Naja, vielleicht ist es eine Mischung von euch. Naja, bitte, aber Sie sind natürlicherweise auch älter geworden, weiser. Ja, Sie, manchmal habe ich sogar den Eindruck, in ein paar Jahren werden Sie so ruhig, so gelassen sein, wie ich es schon heute bin. Also bei allem Respekt, Herr Sektionschef, aber da darf ich mir vielleicht noch ein paar Jahre Zeit lassen. Wie geht's denn eigentlich meiner Ex-Braut? Ah, dass er dir dann Haupttreffer gemacht. Sie, der ihr Mann, der ist irgendein Generaldirektor, so ein richtiger amerikanischer Businessman. Ja, mit glänzend mit ihm verstanden. Ja, wie er spricht kein Wort Deutsch, ich spreche kein Wort Englisch. Er hat mir auf die Schulter geklopft und gesagt, how are you, Francis? Auch auf die Schulter geklopft und gesagt, how are you, Martin? So heißt er nämlich nicht wahr. Dann haben wir beide gesagt, just fine. Und so sind wir essen gegangen. Also wirklich meine Exzellenz. Sehr teuer, aber exzellent. Und was macht der kleine Gaucho, der Oliver? Ja, der ist der Lausbub geblieben, der er immer war. Er stellt das ganze Haus auf den Kopf, ist natürlich der Schrecken seiner Lehrer. Also, mit einem Wort, die Elfi hat genug zu tun. Ja, die Elfi hat genug zu tun und ich finde, wir haben jetzt genug Smalltalk gemacht. Smalltalk. Bloß weil ein paar Doktor drin war in Amerika, rede ich auch schon diese blöden Anglizismen. Also, gut, Österreich ist gesagt, wir haben genug geplaudert, reden wir jetzt von den Geschäften. Ja, das hat doch noch Zeit. Nein, nein, es hat nicht Zeit. Es ist Zeit, dass wir darüber reden. Schauen Sie, der Ernst war ja nicht nur geschäftlich mit Ihnen verbunden, er war doch auch Ihr bester Freund. Also, ich würde Sie vielleicht bitten, dass Sie nicht diese furchtbare Vergangenheitsform verwenden. Nicht der Ernst ist mein Freund, wird immer mein Freund sein und also, ich kann Ihnen das gar nicht jetzt sehr gut erklären. Na, das ist auch gar nicht notwendig, ich verstehe Sie auch so. Also der Ernst war Ihr bester Freund und der Ernst war mein einziger Sohn. Könnten Sie sich vorstellen, dass Sie Ihre Freundschaft, die Sie dem Ernst entgegengebracht haben, auf mich übertragen? Also ich könnte mir denken, dass ich Sie sehr gerne als Freund, als älterer Bruder, wenn Sie so wollen, so als eine Art Vatersurrogat, würden Sie mich da akzeptieren können? Sie machen mich direkt verlegen, Herr Sektionschef. Also ich hoffe nur, dass ich die in mich gesetzten Erwartungen Ihrerseits auch nur halbwegs erfüllen kann. Nein, nein, da bin ich ganz überzeugt davon. Ich habe Sie ja jetzt jahrelang schon beobachten können. Wenn Sie, würde Ihnen noch eins vorschlagen, wenn es Ihnen nichts ausmacht, bleiben wir doch bei dem uns vertrauten Sie. Eigentlich müsste ich Ihnen ja jetzt das Du-Wort anfragen. Mach's aber nicht. Wenn Sie, ich weiß, Sie haben ja, glaube ich, auch einmal ihn noch gekannt, den alten Hofrat Heißermann, von der mal der Direktor des Burgtheater Josefstadt war, und den Kurt Jürgens. Also die beiden waren ja tatsächlich eigentlich mit jedem per Du so richtige Kumpeln. Nur miteinander waren sie per Sie. Habe ich mal den Heißermann gefragt, sagen Sie, lieber Hofrat, wieso sind denn Sie und der Kurt Jürgens miteinander per Sie? Sie sind doch die besten Freunde. Sagt er, ja drum. Wissen Sie, wir sind eben keine Kumpel, wir sind echte, gute Freunde, die sich achten und schätzen. Und das möchte ich von uns zwei auch weiterhin sagen können. Ist es Ihnen recht? Mir fällt ein Stein vom Herzen. Also ich hätte auch gar nicht so gewusst, wie ich so übergangslos zu Ihnen Du sagen hätte sollen. Naja, also es wäre schon gegangen, nicht? Aber bitte, ich bin auch froh, dass alles erledigt. Also reden wir jetzt vom Geschäft. Schauen Sie, im Prinzip soll ja alles beim Alten bleiben. Der Anteil vom Ernst geht durch die Elfi über. Der Ertrag, wenn es einmal einen geben sollte, nicht wahr, der geht dann zur Hälfte an die Elf, die andere Hälfte dem Tommy und der Petra, denn die Niki, die hat also auf ihr Teil verzichtet, kann sie leicht bei der guten Partie, die sie gemacht hat. Die Elfi lässt sie bitten, sie sollen also alles weiterhin so gut verwalten für sie und für die Kinder, wie sie das für den Ernst getan haben. Selbstverständlich in allen geschäftlichen Belangen haben sie vollkommen freie Hand. Ich hoffe, Sie sind einverstanden. Alles wunderbar. Ich werde das in mich gesetzte Vertrauen sicher rechtfertigen. Ich bin wirklich sehr froh, dass Sie das so kurz und bündig erklärt bzw. geklärt haben, weil ich hätte gar nicht gewusst, wie ich darüber reden soll oder anfangen soll, darüber zu reden, eben über das Geschäftliche. Und dadurch bin ich froh, dass Sie mir das abgenommen haben. Oh, Heinz! Küss die Hand. Das freut mich aber, dass ich Sie hier sehe. Na?
Sind eure geschäftlichen Besprechungen fertig? Ja, es ist alles geklärt. Ja, und werden Sie uns auch als Freund des Hauses erhalten bleiben? Hila, bevor du weiterredest, ich habe da vorhin dem Heinz vorgeschlagen, ob er weiterhin bei uns in der Familie bleiben will, als, naja, als was immer er bleiben will. Und er hat gemeint, er würde ganz gerne. Ich hoffe, du hast auch nichts dagegen. Aber hör mal, wie kannst du das fragen? Ich bin sehr, sehr glücklich darüber. Und jetzt werde ich dir auch sagen, warum. Ja? Ja, ja, weißt du, es hat nämlich eine Zeit gegeben, da warst du eigentlich zum Heinz nicht so sehr positiv eingestellt. Ich meine, ich möchte nicht sagen, dass du gegen ihn eingestellt warst, aber es war nicht so ganz. Und jetzt hast du dich anscheinend eines anderen besonnen. Und nun habe ich natürlich die Hoffnung, dass diese Sinneswandlung sich vielleicht in einem anderen Fall auch bei dir zeigen könnte. In was für einen anderen Fall? Ich sage nur Bertel. Und Petra. Du, Hilfe, es ist nämlich so, wissen Sie, ich bin ja geradezu ein Süchtiger, das werden Sie ja bemerkt haben. Also ich bin wirklich süchtig auf meine Besuche hier in Ihrem Haus, weil ich komme nicht nur am Samstag, ich komme auch unter der Woche, es vergeht kaum ein Sonntag oder ein Feiertag, wo ich nicht da auftauche. Und irgendwie ist ja Ihre Familie sozusagen auch meine Familie, halt in Ermangelung einer eigenen oder noch in Ermangelung einer eigenen. Oder vielleicht, apropos, hielten Sie es für möglich, dass diese Gewöhnung ihrerseits an meine Person, dass sich die eventuell noch auf einen weiteren Menschen ausdehnen ließe? Aha. Sagen Sie, heißt sie vielleicht zufällig Eva? Gnädige Frau, an Ihnen ist ein Hellseher verloren gegangen. Na doch, seien Sie. Ja, Herr Guido, guten Tag, Herr Guido. Ich freue mich so, Sie zu sehen. Sie waren so lange nicht da. Wenn Sie mir's halten, ja? Ja, bitteschön. Ich bin auch froh, weil es ist fast so, als wäre alles wie vorher. Als hätte es diese schreckliche Zeit dazwischen überhaupt nicht gegeben. Ja. Wissen Sie, ich bin auf etwas draufgekommen. Ja. Der Mensch ist wie eine Lokomotive. Verstehen Sie das? Ja, wenn ich ehrlich bin, nicht. Ich verstehe nicht, dass Sie das nicht verstehen. Das ist doch falsch, einfach zu verstehen. Passen Sie auf. Da fährt eine Lokomotive. Immer auf einem Gleis. Hin und her, her und hin, aller Welt. Und auf einmal ist das Gleis verstellt. Jetzt weiß die Lokomotive nicht, was sie tun soll. Wohin sie fahren soll. Verstehen Sie das? Ja, schon, aber was macht sie dann? Eben, was macht sie dann? Deswegen ist der Mensch wie eine Lokomotive. Er weiß das alte Gleis nicht mehr. Sie wissen doch, dass der Franz... Also, er hat... Moment, können wir nicht einen Moment in die Küche gehen? Ja, nehme ich es wieder. Kommen Sie nur, natürlich, ja. Herr Guido, kommen Sie weiter, bitte schön. Sie wissen doch, machen wir die Tür zu, ja, wunderbar. Ja. Hört er nichts. Sie wissen doch, dass der Franz mich nicht nach Amerika hat mitfliegen lassen. Ja, ich weiß eh, aber er hat wahrscheinlich Rücksicht auf Sie genommen, wegen dem Alter vielleicht nicht. Das ist der Blödsinn. Er ist doch nur unwesentlich jünger als ich. Wo ist da die Logik? Der Ernst war viel jünger und ist einem Herzinfarkt erlegen. Ja, das ist eine schreckliche Sache. Aber wissen Sie, Herr Guido, dieser lange Flug und der Klimawechsel, da hätten Sie doch auch sehr leicht mit den Kreislaufschwierigkeiten kriegen können. Okay, wer hat in meinem Alter noch einen Kreislauf? Na, ich bin böse auf den Franz. Ich sag's, wie es ist. Herr Guido, das dürfen Sie doch gerade jetzt nicht. Der hat's doch eh so schwer. Natürlich, ja. Ihm sag ich's ja auch nicht. Ich sag's nur Ihnen. Und Sie vergessen sowieso von allem, was man Ihnen erzählte, nur die Hälfte. Ja, ist schon was dran, aber weil das unabsichtlich ist, mache ich mir in der letzten Zeit schon Kopfzerbrechen darüber. Ne? Ja. Machen Sie sich Kopfzerbrechen? Ja, darüber. Wieso ich eigentlich alles vergiss. Liebe Sokoline, ja? Ich im Vertrauen, ich sag's Ihnen, Sie verkalken allmählich. Ja, man muss dem Kalk ins Auge schauen.
Sie werden recht haben, Herr Gulder. Aber sagen Sie, wenn Sie sich mit dem Kalk so gut auskennen, fängt das eigentlich so an, dass man zuerst einmal glaubt, alle anderen rundherum verkalken? 1:0 für Sie. Ich hab Sie nur ein bisschen aufziehen wollen. Nur ein bisschen aufziehen. Nein, ich sag's, wie es ist. Ja, wenn Sie mich auch aufziehen, Herr Guido, traurig ist mir doch. Ja, ich bin traurig. Ich bin so traurig, ich kann es Ihnen gar nicht beschreiben, aber ich kann es nicht leiden. Ich kann es nicht leiden, wenn die Leute um mich herum auch traurig sind. Aber wissen Sie, Herr Guido, ein jeder Mensch hat das Recht auf seine Traurigkeit. Ich hab sie auch, aber ich tue sie verstecken, weil es besser ist. Aber haben tue ich sie. Mir sehe alles klar. Wissen Sie, ich träume so schlecht. Seit das mit dem Ernstl. Und wissen Sie warum? Da haben wir uns das letzte Mal gesehen und er hat irgendwas zu mir gesagt und ich habe darauf geantwortet, so wie das so meine Art ist, was bist du für ein blöder Bub? Und jetzt war das womöglich das letzte Mal, der letzte Satz. Aber das habe ich doch nicht wissen können, sonst hätte ich gesagt, was bist du für ein wunderbarer Mensch? Ich hab ihn gern gehabt, den Herzen. Ehrlich gern. Was bist du für ein feiner Kerl? Und er hätte sich vielleicht darüber gefreut. Und so hat er sich vielleicht geärgert über den blöden Buben. Ich habe mal wo was gelesen, ich weiß nicht mehr wo. Man soll zu den Leuten nur solche Sachen sagen, als wären es die letzten Sätze. Aber in der Praxis ist das anders. Man schreit oft, haut die Türen zu. Man meint's nicht so, aber mich quält dieser Satz. Ja, das sage ich nur Ihnen. Nur Ihnen. Ja, gut. Ja. Aber wissen Sie, wie ich das sehe? Der sitzt auf einer Wolke und lacht. Er sitzt? Glauben Sie wirklich? Ja, glaube ich. Er sitzt? Sie haben recht. Das tät gut zu ihm passen. Ja. Er sitzt auf einer Wolke und lacht. Ja. Ja. Er lacht mich aus, weil ich deswegen nicht schlafen kann. Oh, Herr Gulder. Und sagen Sie, was tragen Sie da in dem Backerl spazieren? Ne? Jedes hätte ich beinahe vergessen, ist von der Konkurrenz. Eine Schokonusstorte, aber Sie werden nicht darauf anstehen. Wie kommen Sie auf die Idee, dass ich nicht darauf anstehe? Ja. Wo ich heute einen Kaffee ohne alles serviert habe, mir ist nämlich der Apfelstrudel. Ist mir total verbrennt, Herr Gulder. Ah, deswegen riecht es da so nach Weihnachten. Ja. Kommen Sie, wir werden gleich die Torte in kleine Stücke teilen und werden es auf den Teller legen und ich eile dann hinein damit. Ja. Ja? Das ist wunderbar. Wissen Sie, der Franz, der braucht seine Mehlspeise zum Kaffee. Wie? Das war einmal in der Antidiluvialzeit. Jetzt isst er ja keine Mehlspeisen mehr wegen dem Zucker. Eier und Butter isst er auch nicht wegen dem Cholesterin. Rauchen tut er nicht wegen der Arterienverkalkung. Der trinkt nur mehr Mineralwasser und isst Obst und Gemüse. Naja, das wäre nichts für mich. Ich will ja schließlich kein Model mehr werden. Oder bin ich ein Modell? Das ist doch wirklich zu blöd. Na, der Schlüssel muss doch da sein. Aber leit mir doch ganz einfach an, Tante. Nein. Da muss wieder die Frau Sokol zur Türe rennen und darüber ist sie nicht entzückt. Das ist ja wirklich so blöd. Das Taschel ist so klein wie ein Aschenbecher. Es ist nämlich neu. Ja, mir ist schon aufgefallen. Du schaust überhaupt ganz neu aus. Wirklich toll. Ich bitte dich, an mir neu. An mir ist doch wirklich nichts neu. Ja, ich weiß, meine Frisur. Eine Dauerwelle und abgeschnitten haben sie es. Und neu getönt bin ich. Das Kostüm ist auch neu. Ja. Hier, bitte halt mal das ein bisschen. Bitte? Ach, er muss doch da sein. Sag, Tommy, ganz ehrlich, schaue ich nicht ein bisschen blöd aus mit dieser Frisur, so gar nicht mehr seriös? Wie kommst du denn auf diese Idee? Du wirst immer seriös aussehen. Egal, was du gerade anhast oder welche Frisur du trägst. Also, jetzt könnte man aber jetzt auch was anderes sagen. Ich werde immer fad ausschauen, was? Na, Jesus, da ist er. Ja, mein Gott, das Luder versteckt hat sich in der Ecke. Also, fad ganz bestimmt nicht. Ich finde, du schaust wirklich toll aus. Machst du hervorragend. Schau,
neue Schuhe habe ich auch. Ja, schön. Ja, meine ersten mit so ganz hohen Absätzen. Ist aber kein freundliches Gehen. Ja, aber seit der Steinzeit weiß man, danke, dass hohe Absätze hübsche Beine machen. Alle Frauen wissen das. Ja, ja, und du weißt das. Du bist ein junges, wildes Blut. Bitte sag das meinen Freundinnen. Die letzten zwei haben behauptet, ich sei etwas lahmarschig. Also, lahm habe ich jetzt nicht verstanden. Was heißt das? Ja, Otti. Ja, grüß dich. Und der Tommy, das ist aber gescheit, dass ihr gerade recht jetzt kommt. Denn der Guido hat sich wieder einmal mit seiner Torte als ein Hellseher erwiesen. Ja. Nehmt's Platz, bitte. Der Kaffee, Dankeschön, ist ganz frisch. Sei mal nicht böse, Omi. Ich möchte gerne ein paar Worte mit dem Opa vorher reden. Dringend. Hast du fünf Minuten Zeit? Aber natürlich, gehen wir nehmen. Na, Moment. Zuerst wird in aller Ruhe gejaust. Das kann nicht so wichtig sein. Doch, sei mir bitte nicht böse. Es ist wirklich dringend. Also komm, nicht böse, der Kaffee ist ja nicht so wichtig. Ja, gut, natürlich, komm. Also ich weiß nicht. Der Tommy kommt mir eigentlich sehr nervös vor. Ja. Du, Otti. Natürlich ist er nervös, unter anderem. Das müssen wir doch verstehen, gell? Wollen wir ihm keine Vorwürfe machen. Na, wo er eh immer alles in sich hineinfrisst und nach außen hin auf lässig macht. Lahmarschig. Also, allen Respekt, ich muss sagen, Ihr Wortschatz vergrößert sich mit Lichtgeschwindigkeit. Na, das hat der Tommy gesagt, das soll ich seinen Freundinnen ausrichten, dass er das nicht ist. Dass er was nicht ist? Lahmarschig. Heinz, ich kann's nicht leiden, wenn Sie ordinär sind. Ich möchte dem Serge einfach helfen, weißt du? Na gut, das verstehe ich schon. Obwohl ich mich eigentlich wundere, ich meine, soweit wenn mich mein Kurzzeitgedächtnis, das in letzter Zeit ja immer schlechter wird, nicht trügt, hast du doch eigentlich den Serge nicht mehr so gern Mail, war doch besser, weil der dir in der Mail weggeschnappt hat, oder drückt es mich doch? Nein, nein, es drückt dich überhaupt nicht. Nur wie ich ihm gestern auf der Straße zufällig begegnet bin, bin ich so erschrocken, der hat so schlecht ausgesehen. Und dann hat er mit mir gesprochen und da wollte ich halt nicht so sein und hab mit ihm geredet. Und dieses Gespräch war dann so halt wie frühere Zeiten. Und da habe ich mir gedacht, ich muss ihm unbedingt helfen. Also bist du also überzeugt, dass er deine Hilfe braucht? Ja, das bin ich wirklich. Ich bin fest überzeugt, dass er in den Händen von irgendeiner Sekte ist. Wie kommst du denn auf dieses? Ja, so sein Benehmen ist demgemäß. Er hat mich angesprochen und hat zu mir gesagt, er verzeiht mir alles, was ich ihm angetan habe. Und bevor ich ihm überhaupt entgegnen konnte, dass eigentlich ich ihm und nicht er mir etwas zu verzeihen hätte, hat er mir das Wort abgeschnitten und hat gesagt, er möchte mir nur helfen, dass ich den rechten Weg finde. Na gut, ich meine, das ist natürlich eine merkwürdige Redensart für einen jungen Menschen, aber das ist doch kein Beweis. Beweise? Du weißt doch sehr gut, dass das meistens zu spät ist. Da lassen sie einen da nicht mehr aus den Klauen, wenn man Beweise hat. Nein, nein, es ist vielmehr so, ich bin zu dir gekommen, weil du doch für alles immer einen Ausweg weißt. Ja, danke für die Blumen. Ich würde mir auch diesmal gern verdienen, aber ich habe wirklich keinen Schimmer wie. Sehr schöne. Schöne Blumen hast du da, wirklich. Sie sind sehr schön, aber es ist fast ein bisschen zu viel. Guido, ich bitte dich, wenn du Lust hast, nimm dir ein paar mit nach Hause, ja? Dankeschön. Was soll ich mit Blumen? Die Hansi ist auf Kur und ich allein, ich bitte dich. Okay. Schöne Blumen, die kann man immer anschauen, auch wenn man allein ist. Genau. So was braucht man. Na, ich weiß nicht. Ich brauch's nicht. Und ich werde auch nicht gebraucht. Ach, sowas, glaube ich, das soll man nie sagen. Das weiß man selber gar nicht. Ja. Nicht oft wird man sehr gebraucht von anderen Menschen und weiß es nicht. Ja, verkehrt kann es aber auch sein. Man bildet sich ein. Die anderen Menschen benötigen einen und in Wirklichkeit brauchen sie einen überhaupt nicht. Bitte entschuldigt, wenn ich euch den Guido entführe. Guido, ich würde dich dringend brauchen. Na? Habt ihr es gehört? Er braucht mich. Franz, mit Vergnügen, ich stehe 109%ig zu deiner Verfügung. Bitte sehr. Bitte. Ich grüße dich. Sag mal, wie machst du das? Nach jedem Kind schaust du genauso rank und schlank aus wie vorher. Na Gott sei Dank, schließlich möchte ich ja weiter als Model arbeiten. Und da muss ich jedes Gramm Fett von mir fernhalten. Ja, und die Gewänder, die ihr großen, dünnen Bohnenstangen da vorführt, die sollen wir kleinen, dicken Weiberhunds kaufen.
Sagen Sie, Frau Sokol, glauben Sie, dass ich der Familie guten Tag sagen darf? Wie wird denn das jetzt überhaupt mit den Samstagen? Ich meine, darf man weiterkommen? Ich weiß jetzt gar nicht, was ich tun und lassen soll. Der Herr Sektionschef hat gesagt, die Samstage bleiben, weil das Leben geht ja weiter, nicht? Man wird natürlich nicht reden über dieses Unglück. Und du hast ja eh Blumen geschickt und einen Brief geschrieben. Die Gnifra hat dich besonders gern, die wird sich freuen. Ja, ich bin froh, dass Sie das sagen. Wissen Sie, es war ein furchtbarer Schock für mich, als ich von diesem schrecklichen Unglück gehört habe. Aber dann, ich sag's ganz egoistisch, habe ich auch Angst gehabt, dass ich jetzt den Familienanschluss verliere. Sie wissen, der war für mich immer furchtbar wichtig. Ja. In so vielen unguten Situationen, Frau Sokol, habe ich immer wieder Mut und Kraft mit nach Hause genommen. Und das wird auch so bleiben und das ist auch gut so. Und jetzt gehst du ruhig rein. Danke. Natürlich. Und dann hat er gesagt, dass er mit solchen profanen Dingen überhaupt nichts mehr zu tun haben will. Nun ist es völlig klar, was der Tommy da so erzählt. Sein Freund, der Serge, scheint sich wirklich in den Klauen einer Sekte zu befinden. Das ist ja ganz bestimmt. Nur, Opa, ich verstehe nicht, warum wir den Onkel Guido auch damit belasten. Er kann uns doch wirklich nicht helfen. Okay, Guido, sei so lieb und klär den dummen Buben auf, nicht wahr? Sag ihm, wer der Monsignore Keller ist oder war. Ja, mit einem Pfarrer kann man doch nicht gegen diese Mafia an. Monsignore Keller, ein guter Freund von mir, ist oder war Leiter des Sektenreferates der Erzdiözese. Der größte Fachmann auf dem Gebiet der Bekämpfung der Sekten. Jawohl. Du, Guido, wir könnten ihn ja vielleicht gleich mal anrufen. Wunderbare Idee von dir, habe ich mein Notizbuch bei mir. Ja, da ist sowieso seine Nummer drin. Ich weiß nicht, ich merke mir alles, nur keine Telefonnummern. So. Also mir geht's anders, ich merke mir gar nichts außer Telefonnummern. Ich merke mir weder Telefonnummern noch sonst was. Ja, den Eindruck habe ich auch. Insbesondere merkst du nicht, was mit Jus zu tun hat. Okay. Also, Birgit, machen Sie sich darauf gefasst, morgen kriegen Sie Besuch, nämlich von mir. Ich muss jetzt endlich den Stammhalter kennenlernen. Wirklich. Wem schaut er denn ähnlich? Naja, der Stefan sagt seiner Großmutter, aber das hoffe ich nicht. Ich habe nämlich ein Bild von ihr gesehen. Und das bleibt uns allen nicht erspart. Wir müssen alle sozusagen die Gene unserer Ahnen in einen Hut werfen und schauen, dass wir trotzdem irgendwie wir selbst werden. Das haben Sie aber jetzt schön gesagt. Sagen Sie, wie war denn die Geburt? War sie schwer? Naja, ja und nein. Den Kleinen habe ich sozusagen im Galopp verloren. Das war kein Problem. Aber der Stefan, er wollte unbedingt bei der Geburt dabei sein. Naja, sehen Sie, der ist doch sehr zartfühlig. Er möchte Ihnen zeigen, dass er bei jeder Sorge, bei jedem Schmerz Ihnen zur Seite steht. Von wegen zur Seite stehen. Dazu ist es überhaupt nicht gekommen. Er wurde nämlich ohnmächtig, ja, und man musste ihn sehr umsorgen. Und dann hat er unter Tränen erklärt, er möchte nie wieder ein Kind bekommen, weil er das körperlich nicht aushält. Ja, aber man hat ihn sogar bedauert. Weißt du, es gibt irgendeinen Stamm auf einer Südseeinsel, wo sich die Männer nach der Geburt eines Kindes wochenlang ins Bett legen und wehklagen, während die Frauen schon längst mit den Geschroppen am Rücken arbeiten gehen. Dorthin möchte ich aber nicht übersiedeln. Sagen Sie, was hat er für Augen? Erzählen Sie mir. Hellblaue. Ich weiß natürlich nicht, ob Sie so bleiben, aber jetzt schauen Sie aus wie Vergissmeinnicht. Aber was mich schon an der kleinen Hilla so fasziniert hat, sind diese wunzigen Fingerchen. Er kann einen Finger von mir nehmen und festhalten mit einer Kraft, die man diesen kleinen Handel nie zutrauen würde. Also morgen machen wir eine Kraftprobe. Ja. Und ich wollte noch was fragen, wie ist denn das mit Ihrem Beruf? Wollen Sie wieder zurück? Naja, ein bisschen später natürlich. Ich möchte natürlich schon. Ja? Das heißt, wenn ich jeweils eine Freundin finde, die mir babysittet, dann so viel verdient der Stefan ja auch noch nicht. Aber er ist schon in dem Orchester in Baden. Ja, Gott sei Dank, das ist doch eine gewisse Sicherheit. Ne? Sie haben es ja eh schwer genug gehabt. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Danke. Aber jetzt werde ich mich leider verabschieden. Otti, entschuldige, ich wollte dich eigentlich fragen, ob du heute Abend was vorhast, aber das kann ich nicht mehr. Du siehst so zauberhaft aus und so ein bisschen verändert, Gott sei Dank. Ja, nur ein bisschen, ich hab da... Aber Otti, lerne endlich, dass du ein erwachsener Mensch bist. Nur äußerlich, innerlich bin ich eine Kinderseele. So, ja. Guido. Also, jetzt haben wir uns aber eine Jausen verdient. Das kann man wohl sagen, ich habe einen enormen Gusto auf einen Kaffee. Ja, also, ich packe die Gelegenheit gleich beim Schopf und verabschiede mich, weil ich habe noch was Dringendes zu erledigen. Aber entschuldige, du bist gerade erst gekommen. Ja. Ich lache heute nicht auf. Ich meine, er hat da wirklich einen dringenden Weg für einen Freund. Naja, es ist ja sehr hübsch, dass du dir Sorgen machst, noch dazu um jemanden, der dir eigentlich... Naja, also, lass mal das. Aber... Weißt du, ich mach mir Sorgen, wann du endlich mit deinem Jusstudium fertig sein wirst. Unberufen, Opa, ich glaube, dass ich dir
in Bälde schon eine schöne Nachricht bringen kann. Unberufen, Tommy. Ich hoffe, ich sehe, was ich höre. Du wirst also dann auf Wiedersehen allerseits. Ja, da werde ich mich gleich anschließen. Auf Wiedersehen allerseits. Also, wenn das so ist, dann gehe ich vielleicht auch gleich mit. Und, auf Wiedersehen allerseits. Ja, also auf Wiedersehen, wirklich. Ich glaube nicht, dass wir denselben Weg haben, Tante. Nein, nein, ich werde ja noch abgeholt und ich mache noch einen Sprung zur Versorgung. Ah, ich verstehe, du zeigst dich hier. Hab einen schönen Abend. Danke. Wohin gehst denn du eigentlich? Ich gehe zur Eva und muss ihr meinen neuen Status sozusagen im Hause Lafitte mitteilen. Was für einen neuen Status hast du denn bei uns in der Familie? Sei nicht so neugierig, Tommelein, dein lieber Großvater wird dir das alles noch erklären. Und wo gehst du hin? Ich gehe zum Monsignore Keller. Monsignore, seit wann bist du so fromm, dass du am Samstagnachmittag in die Kirche gehst? Sei nicht so neugierig, Heinzelein, mein lieber Großvater wird dir alles erklären. Jöi, Frau Otte, also wirklich fesch sind's beieinander. Wirklich? Aber meinen Sie das wirklich ehrlich? Noch ganz ehrlich. Wirklich, gehen's aus? Ja, nein. Der Herr Janik holt mich mit dem Auto ab. Wenn er mit der Konditorei dann fertig ist, wir werden in ein kleines Lokal gehen, ein bisschen reden. Sie, es wird Zeit, dass ihr zwei gleich einmal einig werdet. Nehmen Sie Platz, Frau Otte, nehmen Sie einen kleinen Nussender. Nein, ich bitte, ich vertrag doch nicht. Aber ein kleiner schadet nichts, im Gegenteil, der macht Mut und den werden Sie brauchen beim Janik. Der ist nämlich ein Zeichel. Ich meine, er ist ja eher eine zurückhaltende Natur. Und da müssen Sie halt die Initiativen ergreifen, ne? Sagen Sie, Frau Sokol, ja. Meine Haare, geht das so? Das ist sehr schön, dieser goldene Ton, der passt Ihnen sehr, sehr gut. Oh, Jesus, na, wissen Sie, ich habe vorhin nicht fragen wollen, weil so eine Winzigkeit spielt ja jetzt keine Rolle. Ja, also wissen Sie, das glaube ich nicht, so eine Winzigkeit wie Ihre Frisur, die kann für Ihr Leben sehr wichtig sein. Das Haar einer Frau ist der schönste Schmuck, hat es früher geheißen. Heute weiß man nicht einmal, ist das Bur ein Marl oder das Marl ein Bur. Ja. Ah, da kann man schon vorstellen, dass sich der Janek freut wie ein Schneekönig, dass er Taufpate spielen darf. Ja, und der Kleine soll, wenn Sie erlauben, Herr Sektionschef, mit zweiten Namen Franz heißen. Mhm. Eduard Franz, das klingt nach was. Mhm. Findest du? Ja. Also Eduard Franz, das ist gar nichts. Franz Eduard, das hat eine Melodie. Hela, der Taufpate ist der Janek und der heißt Eduard. Und daher Eduard Franz und nicht Franz Eduard. Hm? Ja, aber bitte, wir werden den kleinen Mann bald unsere Aufwartung machen. Ich möchte ihn auch sehen. Ich liebe kleine Kinder. Besonders, wenn sie nicht mir gehören. Okay. Also wirklich, dass wir wieder ein paar kleine Kinder im Haus haben, das macht mich eigentlich sehr froh. So, Frau Otte, ich habe da eine Idee. Ich gebe Ihnen meinen Talisman mit gegen den bösen Blick und alles Unheil. Nein, das ist ja der Seitenblicke. Schaut ja aus wie ein Glasauge. Das ist ein Glasauge aus Griechenland. Aber wenn Sie es nicht mehr brauchen, geben Sie mir es schon zurück. Ja? Ich lebe ja auch in einer Gefahrenzone. Ja, natürlich, Ehrenwort. Also danke vielmals. Also mit dem Nussanen, mit dem Glasauge fühle ich mich gewappnet wie ein Drache. Sagen Sie, Birgit, wenn ich Sie was fragen darf, etwas sehr Persönliches. Ja. Fühlen Sie sich ein bisschen einsam, wenn der Stefan so viel weg ist? Ach, liebe Frau Hiller, die zwei Kleinen halten mich so auf Trab, dass ich gar nicht dazu komme, mich einsam zu fühlen. Wenn ich die Frau Neuberger hier und da ein bisschen babysitten käme, könnte ich überhaupt nicht weg. Ich fürchte halt nur, dass wir uns die Wohnung gar nicht leisten könnten. Was? Naja, wenn der Botschafter Hollmann, der ja eigentlich immer noch unseren Zins zahlt, sie einmal aufgeben sollte, ne? Naja, Birgit, kommt Zeit, kommt Rat. Schickt der Herrgott ein Hasel, schickt er auch ein Grasel. Du sagst es. Also, das Grasel wird aber, glaube ich, die Sache nicht wieder fett machen. Franz, was sitzt du da so ruhig? Denke. Du hast für jede Situation im Leben hast du irgendeinen Ausweg oder fällt dir irgendetwas ein. Also streng deinen Kopf an und denk nach. Lass dir was einfallen, bitte. Ja, das ist reizend. Ich meine, ich bin tief gerührt, dass die gesamte Familie, wenn ihr selber nichts einfällt, eines fällt euch sicher alles ein. Wenn ihr nichts wisst, heißt, der Franz. Ja. Der Franz wird schon was einfallen. Freilich. Ja, aber bitte,
bitte, eigentlich warum immer mir? Wo sind denn die anderen? Guido? Guido, du bist der Ältere. Guido, du hast den Vorrang. Du hast den Vorrang. Wir lauschen dir gern. Ich werde euch sagen. Ihr lauscht mir gern. Bitte, das werde ich bei Gelegenheit noch erwähnen, wenn du, liebe Hilla, wieder mal sagen wirst, ich weiß nicht, Franz, du redest, redest, redest. Ich bin an sich ein schweigsamer Mann. Man merkt es mir nur nicht an. Na, aber bitte, du oft und oft sagst du Franz. Also ich habe mich so geniert für dich. Ja, manchmal sage ich das, aber es ist ja wenn nicht er trotzig ist, dann recht. Also du findest doch, ich soll es über...